Wer schon mal in Köln war, kennt vielleicht dieses Sportstadion. Draußen sieht man ziemlich viel Glas und drinnen gibt es eine Eissporthalle. Eigentlich sieht es hier so aus. Eine Eisfläche mit weißem Eis und vielen Markierungen. Aber noch ist davon gar nichts zu sehen. Hier ist nämlich nur grauer Beton. Wie daraus eine Eisfläche wird, das frage ich jetzt mal Kai. Hallo Marlin. Na, du bist der Eismeister. Ich bin der Eismeister. Aber ich sehe noch gar kein Eis. Ja, das liegt daran, weil die Kettenanlage noch nicht läuft. Die müssen wir noch einschalten. Um so viel Eis machen zu können, braucht man natürlich eine riesige Kälteanlage. Die steht hier im Keller. Gesteuert wird die Anlage mit einem Computer und hier am Bildschirm darf ich sie jetzt anstellen. Oha, ja, jetzt wird's laut. Jetzt wird's laut. Jetzt verstehe ich das. Diese blauen Maschinen kühlen eine Flüssigkeit, die in einem schwarzen Tank gesammelt wird. Von dort aus geht es durch ein Rohr nach oben, direkt zum Beton. Hier soll ja später auch das Eis entstehen. Um euch den Weg dieser Flüssigkeit mal besser zu zeigen, haben wir ein Modell gebaut. Hier oben, das ist die Eishalle und darunter ist der Keller mit der Kälteanlage. Und hier oben, da kommt das Rohr mit der kalten Flüssigkeit an. Und bei unserem Modell kann man dann sogar in den Beton reinschauen. Und da sieht man, dass aus dem großen Rohr viele kleine Rohre werden, die die kalte Flüssigkeit auf der ganzen Fläche verteilen. Das kann man in der Eishalle unter dem Betonboden natürlich nicht sehen, aber man kann die Kälte hier messen, und zwar mit diesem Thermometer. Von 13,6 Grad kühlt die Kälteanlage den Beton in den nächsten Tagen immer weiter runter. Und bei minus 4 Grad kann man dann mit dem Eismachen beginnen. Dazu stellen Kai und sein Kollege Thorsten dieses große Gerät hier ganz vorsichtig auf den eiskalten Betonboden. Das ist ein Sprühbalken. Er funktioniert ganz ähnlich wie eine Dusche. Kommt ein Wasserschlauch ran, der wird angeschlossen und unten an den Düsen wird das Wasser wieder ausgesprüht. Mit dieser riesigen Dusche sprühen die Eismeister jetzt die gesamte Halle nass. Weil der Boden so kalt ist, gefriert das Wasser sofort zu Eis. Hier kann man das ganz schön sehen. Kai und sein Team besprühen die Fläche dann immer wieder und wieder, bis genug Eis auf dem Beton ist. Aber also so richtig nach Eisstadion sieht das immer noch nicht aus. Der graue Betonboden ist noch deutlich zu sehen. Deshalb nimmt Thorsten jetzt einen großen Sack Marmormehl. Das mischt er mit Wasser und so entsteht weiße Wasserfarbe. Über einen Schlauch wird die Farbe in den Sprühbalken geleitet. Jetzt braucht Kai nur noch den Hebel umzulegen. Und dann besprüht er die ganze Eisfläche mit der weißen Farbe. Eis in der Eishalle ist also nur weiß, weil es mit Wasserfarbe angemalt wird. Und damit es so richtig schön weiß wird, wird auch dieses Sprühen jetzt einige Male wiederholt. Was allerdings noch fehlt, sind die Markierungen für die unterschiedlichen Sportarten. An der Stelle, an der später eine Linie sein soll, spannt Kai erstmal so einen dünnen Faden übers Eis. Die Spielmarkierung selbst ist dann ein langes, dünnes Papierband, so eine Art Krepppapier. Das nasse Papierband wird dann genau an der Hilfslinie aufs Eis gelegt und vorsichtig ausgerollt. Kai drückt das Ganze nochmal schön fest. Und damit nichts verrutscht, wird zum Schluss nochmal Wasser drüber gesprüht. Das Papierband friert dann als Linie sofort auf dem Eis fest und das Wasser ist der Kleber. Dieses Gerät funktioniert wie eine Art Riesenzirkel. Damit kann Kai auch runde Markierungen legen. Er fährt ganz vorsichtig mit der Maschine übers Eis und ich rolle das Band danach noch schön am Eis fest. So,
Das, was übersteht, wird einfach abgeschnitten. Dann kommt nochmal wieder der praktische Wasserkleber drüber. Genau hier soll später ein Eishockeytor stehen. Und dieser Halbkreis soll jetzt aber noch blau ausgefüllt werden. Dafür gibt es jetzt kein Gerät, sondern blaue Farbe und ein Pinsel. Das Eis wird ganz einfach blau angemalt. Ich darf das auch mal ausprobieren. Das macht Spaß, aber man muss sich auch etwas beeilen, denn sonst friert einem beim Malen der Pinsel am Eis fest. Es gibt ziemlich viele Markierungen in so einer Eishalle. Die großen Kreise werden auch wieder mit dem Zirkel gemacht. Und für breitere Linien gibt es breiteres Papier. Hier entstehen die blauen Linien und eine rote Mittellinie. Und noch viele weitere Markierungen. Für die Sportart Curling gibt es besonders große Markierungen, die auf riesige Folien gedruckt sind. Diese Folien kann man dann auch mit dem Wasserklebetrick auf dem Eis befestigen. Sind dann alle Markierungen auf ihrem Platz, kommt nochmal eine Schicht Eis drüber, damit sie auch alle halten. Und dafür wird die ganze Eishalle mit diesem Schlauch hier so richtig unter Wasser gesetzt. Es entsteht so eine schöne dicke Schutzschicht, damit Schlittschuhe die Markierungen später nicht beschädigen können. Und auch das machen die Eismeister natürlich nicht nur einmal, sondern viele, viele Male. Als letztes schwingt sich Kai dann nochmal in seine Eismaschine. Die Maschine funktioniert wie ein großer Hobel. Das Eis wird von ihr glatt geschliffen und gleichzeitig verteilt hinten so ein großer Waschlappen nochmal eine dünne, feine Schicht Wasser und hinterlässt eine spiegelglatte Eisfläche. Nach 12 Tagen Arbeit und über 20 Schichten Eis ist die Eishalle damit für diesen Winter startklar. Na dann, viel Spaß beim Schlittschuhlaufen!